Hearthstone, Heroes of Warcraft. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hearthstone-Kartenchaos-Video. Mein Name ist Rotmack und wir haben diese Woche, es kann nur einen Boss geben, Teil 2. Die Bosse wollen es mal wieder wissen und sie haben neue Freunde mitgebracht. Finde heraus, wer der neue Champion wird. Wählt eine Klasse und wir lassen euch als passende Dungeon-Boss antreten. Sehr gut. Dann schauen wir uns mal an, welche Klasse wir für dieses Video wählen. Wir haben ja bereits ein Spiel mit dem Magier gemacht diese Woche. Jetzt wähle ich mir hier den... Ja, wen wähle ich mir denn? Ich würde mal sagen, wir nehmen den Paladin. Uther haben wir schon lange nicht mehr gehabt. Uther Lichtbringer. Und dann würde ich sagen, los geht's. Ich bin gespannt, welchen Dungeon-Boss wir für ihn kriegen. Denn ich habe ihn noch gar nicht gespielt in diesem Kartenchaos. Bisher wirklich nur den Magier an die Hand genommen. Bin gespannt. Wen kriegen wir? Der Weiße König. Okay. Gegen Feuerkralle. Der Weiße König, da dürften wir gespannt sein. Okay, wir haben... Ja, neuer Drachenschwarm, bla bla bla. So, die beiden teuren Diener kommen erstmal raus. Wir kriegen weiße Bauern und zwar jede Menge. So. Entdeckt eine Schachfigur. Für 2. Okay. Ist ja gar nicht mal so schlecht. So, und dann hauen wir gleich mal 2 raus hier, schön Schaden zu machen. Der Gegner hat folgende Heldenfähigkeit, und zwar die Brutstätte. Verleiht allen verderbten Eiern +1 Leben und ruft ein Ei herbei. Ja, für einen Mana ist relativ stark. Und wenn das Ei hier schlüpft aus, wenn es 5 oder mehr Leben hat, also wenn es mehr als 5 Leben hat, dann kommt es raus. Dann müssen wir achten darauf, dass die nicht hier zu viel gepusht werden. So, das heißt für uns, wir müssen jede Menge Diener raushauen. Und jetzt machen wir schön Schaden hier. Gut, ist nicht ganz so aufgegangen, wie ich das gerne hätte. Aber ist egal. Wir hauen die Dinger schon noch weg. So, er hat 3 Mana. Was macht er? Er haut nochmal ein Ei raus und pusht hier seine Eier weiter. Er pusht seine Eier weiter. Klingt seltsam. Egal, wir machen weiter, wenn wir denn an der Reihe sind. Wir müssen aber noch warten. So, mein Lieber. Danke. Gib dir den Zug ab. So, was hatten die? 7 Mana, automatischer Angriff, fügt feindlichen direkt gegenüberliegenden Dienern 4 Schaden zu. Okay. Aber erst einmal nehmen wir hier, wählen wir uns einen aus. Und zwar, ich will nicht Leben wiederherstellen, das bringt momentan gar nichts. Ich will auch nur einen rausspielen, damit wir hier das Maximum an Schaden raushauen. Genau, und so werden die Eier hier minimiert. Linguiert, exekutiert, wie auch immer. Linguiert? Macht keinen Sinn. Naja, Frostwolfgrunze. Und dann kommt noch ein Ei, das war zu erwarten. Jetzt muss ich schauen, dass wir wieder eine ungerade Zahl haben. Fügt feindlichen Dienern 2 Schaden zu. Ist natürlich nice. Hau ich da rein. So. Dann haut die mal weg. So. Da haben wir also wirklich Platz auf dem Board bisher. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er hier nicht allzu viel größere Diener raushauen kann, weil sonst haben wir ein Problem. Wenn er jetzt Diener raushaut, die viel Leben haben, dann dürfte das problematischer werden. Wie zum Beispiel sowas, ne? Da kommt nochmal ein neues Ei. Okay. Leben machen, das bringt überhaupt nichts. Wir... Kann keinen Helden angreifen. 4-3. Ist natürlich schon nice. Kann man sich überlegen. Nehmen wir. Aber nicht in diesem Zug. Wir machen jetzt erst einmal... Wir machen es so. Voila. Dann los. Macht den Schaden, ihr lieben Schachfiguren. Sehr gut. Er hat schon relativ viele Karten auf der Hand. Also da kann er schon reagieren. Aber ich glaube, so passt das eigentlich ganz gut. Wir haben momentan 3, 4, 5, 6, 7 Schaden draußen. Können natürlich nicht auswählen, wo der Schaden hingeht. Jetzt haut der einen weg.
Warum haut er den bitte weg? Der hätte mir doch jetzt den Zweier weghauen können. Aber ist okay. Ist okay. Habe ich gar nichts dagegen. Oh, nice. Aber mir fehlt ein Mana. Schade. Dann machen wir das halt so. Ich will den weghauen hier. So. 2, 2, 1. Das passt alles wunderbar. Wir schauen uns an, was wir hier noch kriegen können. Ja. Nehmen wir den. Und dann lassen wir den Schaden hier auf den Gegner draufprasseln. So, 24 Leben hat er noch. Er hat 7 Mana. Da kann er schon einiges machen, aber er muss auch was auf der Hand haben. Was Schlaues. Plus 3, plus 5. Er hat auch Drachen auf der Hand. Dementsprechend. Pusht hier seinen eigenen Diener noch auf 4. Gut, den hauen wir natürlich jetzt weg. Den müssen wir jetzt weghauen. Und zwar setzen wir hier einen 4er rein. Genau so machen wir das. So. Dann darf es wieder ein bisschen Schaden regnen hier. So, jetzt wird es interessant. Jetzt wird es richtig interessant. Weil das Ding ist, jeden Diener, den er rausspielt, der kommt natürlich in die Mitte. Und das heißt, wir können da 6 Schaden machen. Je nachdem. Wenn er einen Diener spielt, sind das 6 Schaden. Ne? Er kann natürlich so 6 Schaden blocken. Wohlgemerkt. Aha, aha. So ist die ganze Sache. Also, jetzt muss ich hier... ja, machen wir so. Dann setzen wir hier nochmal einen 4er raus. Mit 4 Schaden. So. Und jetzt hauen wir die beiden weg. Und relativ viel Schaden momentan. Was dem Gegner hier ins Gesicht geht. Sehr schön. 19 Life hat er noch. Das klappt ganz gut bisher. Das klappt doch ganz gut. 5 Karten in der Hand. Wir haben hier noch zum Heilen, aber Heilung brauchen wir momentan gar nicht. Ein weißer Springer haben wir auch noch. Können wir direkt angreifen. Wäre vielleicht gar keine schlechte Möglichkeit. Wobei, wieso macht er das denn jetzt? Die sind jetzt beide weg durch ihn hier. Ne? Ist egal. Ich nehme hier nochmal eine weiße Dame und dann lassen wir es einfach so. Ja, er blockt hier ein bisschen Schaden ab. Aber er ist noch auf 12. Jetzt müssen wir ausharren und warten. Und er gibt auf. So. Easy. Easy, Freunde. Ja, das war's auch wieder von diesem Kartenchaos, beziehungsweise von diesem Video. Ich denke, ich mache noch ein drittes Video in dieser Woche. Ich finde das ganz nice hier, wenn wir da so ein bisschen random Shit drin haben. Und es macht ja auch relativ gut Spaß und es funktioniert auch sehr gut. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten auch gerne Kommentare da lassen, welchen Boss findet ihr in diesem Kartenchaos am interessantesten, am besten zu spielen. Also welche Klasse wählt ihr da aus? Und wer noch nicht hat, abonnieren, damit ihr auch kein Video verpasst auf meinem Kanal. Und dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao!